Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu Let's Play DayZ oder DayZ oder wie man es auch immer nennt. Wir haben uns endlich ins Zombie-Abenteuer gestürzt, Survival pur, aber ich bin hier nicht alleine. Dabei sind auch der Benny und der gute Dennis. Hallöchen. Hi. Hallo, wir spielen heute DayZ Duck. Dachte, Walle, den bringst du. Ah, den DayZ Duck-Witz, ja, ja, genau. Also wir haben bereits Erfahrungen im Spiel. Für die Leute, die es nicht kennen, es ist so ein wirkliches Survival-Abenteuer, knallhart. Das heißt, wenn ihr sterbt, verliert ihr alles, was ihr im Inventar habt, was ihr euch kümmerlich zusammengesucht habt. Und es geht im Prinzip ums nackte Überleben. Man sieht es hier schon hier bei mir gerade. Verrotteter Bus, Leichen und Zombies gibt es hier in der Welt auch zuhauf. Aber der größte Feind sind eigentlich andere Spieler, denn die wollen auch an eure Beute ran. Und davon haben wir bisher noch gar nichts wirklich, weil wir jetzt hier gerade einen neuen Charakter anfangen. Wir haben schon ein bisschen Erfahrung gesammelt, aber halt nicht wirklich viel. Also erwartet hier kein Pro-Gameplay oder so. Ne? Ja, also man muss sagen, DayZ ist auch ein Spiel, was ab und zu mal ein bisschen ruhiger sein kann, aber man kann es ja mal verraten. Sollen wir es verraten? Wir haben schon eine Session versucht aufzunehmen, da gab es aber dann hier und da eine technische Störung und so weiter, ihr kennt das ja, ja. Und aber ich muss sagen, wenn man einmal richtig drin ist und man findet Sachen und so, man hat einfach nichts und man findet dann was, man freut sich richtig darüber, wenn ja, man so einen blöden Rucksack findet, Alter. Gnadenloses Game einfach, wenn man einen blöden Rucksack findet. Und ich habe gerade hier Verbindungslags, also ihr merkt, das ist noch die Early Access Version, das bedeutet eine frühe Alpha des Spiels, hier kann es auch zu diversen Fehlern kommen, Verbindungsabbrüchen oder halt auch Bugs, es kann sein, ihr seht es jetzt gerade hier, dass wir ein bisschen rumlaggen. Hoffentlich registriert er überhaupt, wohin ich laufe. Und wir müssen uns halt erst finden. Im Spiel selber gibt's keine Karte. Das ist ein bisschen gnadenlos. Du musst echt deine Kumpanen irgendwie finden. Glücklicherweise gibt's online eine Karte. Das ist ganz nett gemacht. Und ja, die haben der Benny und der Dennis gerade auf. Ich leider nicht. Ich renne jetzt. Kann man immer sagen, wenn ihr DayZ oder DayZ spielt, geht ihr einfach auf die Seite dayzdb.com und oben auf Map und dann habt ihr so eine Übersicht. Ist eigentlich ganz gut, da steht es auch immer auf Russisch, also so wie ihr die Schilder im Spiel findet und natürlich dann auch mal übersetzt. Ist eigentlich sehr, sehr von Vorteil. Sehr, sehr von Hilfe. Von Hilfe, wollte ich gerade sagen, aber da habe ich gemerkt, scheiße! Ja, nee, also es ist auf jeden Fall cool. Kann man auf jeden Fall am Anfang gerade gut gebrauchen, wenn man sich zusammenfinden will. Aber hier kann ich auch in der dritten Person, kann man auch spielen, also nicht nur Third Person. Und die Grafik Arma 3 Engine sieht auf jeden Fall nett aus. Es fehlt halt hier und da noch an Möglichkeiten. Und deswegen sind wir uns halt auch noch nicht sicher, wann, wie viele Folgen und wann genau wir die raushauen werden. Das wird sich zeigen. Vielleicht ist es jetzt zum aktuellen Moment auch schon unspielbar. Aber der ja, Benny. Man kann noch dazu sagen, man kann dazu sagen, dass das Spiel so krass ist, dass man teilweise auch andere Spieler gefangen nehmen kann und so weiter, wenn man Handschellen hat und die dann wirklich auch mit verrottetes Essen, also weil das Essen, was er täglich kocht, ja, lecker ernähren kann. Und zwar, was ist denn dein Lieblingsgericht, Walle, eigentlich? Bifteki. Mein Lieblingsgericht. Boah, das ist eine gute Frage. Da hinten ist ein anderer Spieler. Jungs, nochmal kurz zwischendurch, damit ich auch richtig laufe. Wo seid ihr überhaupt? Laufen wir nach Kamishovo. Ist das der Walle hier? Ja. Walle, bist du das? Das bin ich, Mann. Bist Grüß du? Dich! Bist du? Sorry. Hau! Warte, High Five, Alter. Yeah, schönes T-Shirt. Oh, warte. Warte. Das klappt nicht so ganz. Also aber ich habe auch coole Moves heute für dich drauf. Kamishovo. Was du drauf hast. Hier, guck mal, ja, die kenne ich auch. Warte, synchron müssen wir das machen, warte. Okay. Bis der Benny da ist. Okay, 1, 2, 3. Alter, warte mal, da muss ich mich gegenüberstellen, sonst ist das ja uncool. Okay. Also tanzen kann man im Spiel auch, wie man sieht, aber. Oder hinten kommt eine Horde Menschen hinter dir. Oh oh. Also es war schön, euch alle kennengelernt zu haben. Da hat einer Motorradhelm auf. Ob die böse sind? Nee, ich glaube nicht. Ich grüße den mal. Ist übrigens ein deutscher Server. Und man kann auch mit den Leuten reden hier, indem man einfach mal die Taste drückt. Oh, guck mal, der Server fickt dich und holt den Dings raus. Ey, selber fick dich! Oh, der Dennis nimmt den Mund ganz schön voll direkt. Ja. Ich nehm ihn doch immer voll! Tschüss! Hast du direkt neue Freunde gefunden? Ja, ja. Ich glaube, der hat es auf dich abgesehen. Ich bin mir nicht Hallo, sicher. Hallo, Schnuckiputz, wie geht's dir? Oh. So, wir haben auf jeden Fall, der Dennis redet da hinten gerade noch mit den Leuten. Pack das Messer weg! Ich renne jetzt hier vorne. Bin nämlich durstig. Mein Charakter ist durstig und ich hungrig auch. Mann, und wir stehen hier mit den Charakteren schon zwei Jahre rum. Und wir brauchen dringend jetzt was zu futtern und was zu trinken, weil rumstehen ist gar nichts.
Ja, und die Welt sehr dünn besiedelt, aber eine riesige Welt, wirklich. Die Welt ist echt riesig und hier gibt es diverse Städte, wo du Nahrung finden kannst. Wir fangen halt ganz jungfräulich an und ihr seht schon, das waren jetzt friedliche Spieler, aber es kann halt sein, dass du auch in einer Gruppe böser Spieler auf den Fuß trittst, die dann gerne irgendwie deine Waffen haben wollen, falls du welche hast überhaupt. Im Moment sind wir echt noch ein sehr unspektakuläres Ziel. Und man kann ja dazu sagen, dass es hier eine Einstiegsfolge ist und der gute Benny hat ja schon DayZ gespielt. Ich habe hier eine Wasserflasche gefunden. Die Mod aber gefunden. Hauptsächlich. Die und Standalone jetzt ja nur mit euch zusammen. Und Benny, was sagst du? Ist es zur Mod eine große Veränderung? Merkt man eine Veränderung? Oder sagst du eher, ist das gleich in grün? Also grafisch ist es auf jeden Fall ein Upgrade, muss man sagen. Mhm. Aber was alle anderen Features angeht, bezogen auf das Gameplay, fehlen ja noch ein paar Sachen. Deswegen, also ich glaube, es wird relativ ähnlich, nur noch besser. Mhm. Aber wie gesagt, es gibt ja nicht mal Fahrzeuge. Es gibt auch ganz wenig Tiere bisher nur, wenig Zombies und wenig Waffen. Ne? Also von allem nur ein bisschen. Aber weil es solche... Entschuldigung, Benni, ja? Ich habe jetzt gelesen, das kommt nach und nach und jetzt Anfang des Jahres sollen schon ganz viele Sachen nachgebessert werden. Sehr geil. Und ich glaube, es wird. Aber Fahrzeuge wahrscheinlich erst Mitte diesen Jahres. Also, Der Entwickler selber sagt ja, man soll sich das Spiel nur kennen. Ja, genau, kaufen. Das ist echt ein Punkt, muss man auch mal erwähnen. Aber es hat sich unfassbar gut verkauft. Es hat, glaube ich, in 2-3 Tagen 400.000 Versionen wurden abgesetzt. Alleine nur von, das musst du mal überlegen, eine Early Access Version. Aber die kostet, glaube ich, auch 30 Euro, oder? 30? Ich weiß es gar nicht genau. Irgendwie will er meine Wasserflasche nicht aus der Hand nehmen. Ist sie so groß? Ich glaube, 24 kostet das. 24, muss man gerade meinen Kram hier rauswerfen, mal testen. Walle, soll ich dich mal ein bisschen eifersüchtig machen? Kann ich denn jetzt die Wasser... Ich habe einen Baseballschläger. Oh, ja, sozial. Ja, du musst mal die Häuser... Ich würde mich hier gerne umschauen. Ich gucke mich hier gerade um, aber ich kriege die Wasser... Mir fehlt halt echt noch der Rucksack. Also ihr könnt halt nur wenig Sachen mitnehmen. Ja, und der Rucksack ist super wichtig. Ah, das ist die Tür. Wo bist denn du hin? Wo bist du hin? Die Wasserflasche auch im Inventar. Wo bist denn du hin? Und wer sich fragt, wo der Benny ist, es ist so, wir müssen den Benny noch finden, weil der ist irgendwo im Nirgendwo, Benny. Wo bist du denn? Ja, ich bin da oben in Solnitschny gespawnt. Ah, okay, lauf dann Richtung Kamischowo mal bitte. Alter, ja, genau. Hier ist richtig Zeug. Cerealien. Ja, pass auf, Walle, wir machen das jetzt so. In dieser Folge, das ist die Einstiegsfolge, der Anfang. Und in dieser Folge machen wir das einfach so, dass wir jetzt erstmal den Benny treffen und uns ein bisschen ausrüsten. Und in der nächsten Folge ziehen wir dann los nach Elektro-Zava-Dingster. Ja, sag einfach Elektro, das kennt jeder. Elektro-Titte! Es macht ja keiner mit hier. Auf jeden Fall fängt es dann richtig an. Und ich kann euch versprechen, Leute, am Anfang ist es ein bisschen öde. Man sagt, Welt, die laufen da nur rum. Aber Folge 2 ist bei uns erfahrungsgemäß immer gut. Ja, wenn ich an Contagion, an Seven Ways to Die denke. Seven Days als Möglichkeit. Also, aber naja. Das weiß ich, Walle. Aber das war ja dein. Das war ja dein. War schön gesagt. Also auf jeden Fall, ja, da kommt noch einiges. Also ihr seht jetzt schon, wir rüsten uns gerade aus. Ich bin jetzt hier gerade auch bei. Und ich hatte schon in meiner Taschenlampe Batterien. Wenn man Sachen wegwirft, kann es aber sein, dass die auch verschwinden oder halt eine gewisse Zeit brauchen, bis sie wieder auftauchen. Und da ist meine Taschenlampe. Der leckt auch immer gerne an der Batterie rum, weil er braucht ja Volt. So, jetzt habe ich die Batterie, und da seht ihr auch, dass eine Batterie... Oh, ich habe eine Mütze gefunden, und jetzt habe ich da eine Cola und irgendeine Limo und ein Dings, das ist ganz gut, denn so bin ich nicht mehr durstig und nicht mehr hungrig. Ach, hast du denn schon Trinken gefunden? Allerdings brauche ich für die Tuner-Dose, glaube ich, einen Dosenöffner auch, oder? Obwohl, nee, die lassen sich doch so öffnen. Ist die Dose getuned? Ja, Kirill, die kann ich so öffnen. Ja, cool. Wo bist du denn gerade? So, ich habe das mal geöffnet. Im Notfall können wir da ein bisschen Thunfisch essen und ich habe noch eine Dose zu trinken. Wer ist denn das da hinten? Bist du das da hinten auf der Straße? Also, das Wichtigste ist, dass wir einen Rucksack finden. Benny, wo bist du denn jetzt genau? Also, ich laufe gerade noch an so ein paar Häusern vorbei. Cool, das ist ja was ganz... Auf halber Strecke. Ach so, Alter. Ich glaube, ich weiß jetzt, was du meinst mit dem... Obwohl, nee, war das der Sumpf? Hier steht auf jeden Fall ein Bus rum. Ja, da habe ich gestartet. Das ist meine Folge gestartet, Leute. Okay, Benny, du bist bei uns in der Nähe, Benny, du kommst zu uns. Renn weiter die Straße runter. In der Zeit nehmen wir das Haus auseinander. Okay. Da war ich schon drin, da habe ich eine Mütze gefunden, aber da gibt's. Aber wir brauchen echt einen Rucksack, Alter. Ohne Witz. Brauchen und was ich dem kleinen Sarazar sagen muss, man muss unbedingt zusammenbleiben. Ja, da ist da auch recht, aber ich bin ja jetzt echt noch kein Ziel. Wenn du bist echt ein Neugieriger, ne? Wenn mich du jetzt überall rein. Habe ich nur ein bisschen. Ja, ich bin so. Oh, da verlieren einige die Verbindung. Oh ja. Nee, da hat jemand Mr. Battle Eye Client not responding.
Ja, bei ihm, der wurde gekickt, weil er irgendwas gemacht hat, der Mr. Gulululu. Gulululu. Also alles, aha, alles, der alles in Ordnung. Das Gulululu. Coole ist, es gibt ja auch einen Ingame-Chat. Also, genau, man kann miteinander reden. Ich hatte das Spiel auch schon mal vor anderthalb Jahren bereits einmal so gezögelt, ja, und da habe ich aber noch gedacht, nee, das ist noch kein Let's Play wert, leider. Oh, ich glaube, ich habe einen Hoodie. Den der Erste, der keinen Wertwitz macht, ich werde verrückt. Der Erste, der keinen Wertwitz macht. Der ist super. Der Green Hoodie, da haben wir mehr Slots jetzt. Da haben wir nämlich auch im Hoodie-Slots, nicht nur in der Jeans. Jetzt müssen wir natürlich warten, bis... Ah, noch wieder eine Dose. Walle, komm mal kurz, ich habe ein Buch gefunden. Vielleicht kannst du damit was anfangen. Naja, wenn es die Bibel ist, vielleicht. Dann kann ich meine letzten Tage der Apokalypse hier aufbeschwören. Denn das ist es quasi. Wir haben jetzt noch keine Zombies gesehen, aber hier gibt es auch diverse Zombies. Ich denke mal, wenn wir nach Elektro kommen, da gibt es die gibt Zombies. Wo bist du? In welchem Haus bist du jetzt wieder rein? Ich bin hier gerade hinten in so einem... Wir müssen echt mal zusammenbleiben. Okay, pass auf, wir machen das so, wir treffen uns einfach an der Hauptstraße, wenn wir fertig sind, oder? Weil wenn wir jetzt hinterher, jeder soll mal die Häuser durchgucken, weil hier gibt es irgendwie keine Zombies. Ich gehe mal gerade in die Ego-Perspektive. Kann ja, man da looten? Ja. Ich habe einen Baseballschläger gefunden, eine Cappy habe ich gefunden. Ja, ich habe auch was gefunden. Ich habe hier schon Getränke frei Haus für jeden, wenn ihr denn wollt. Hast du gehört, Walle, was ich gerade gesagt habe? Sorry. Wir treffen uns, wenn du fertig bist, an der Hauptstraße am besten. Alles klar, machen wir. Du guckst ein Haus durch, ich gucke ein Haus durch. Ja, genau, wo die Tür offen ist, war ich schon. Ja, warst du schon über die Bahngleise? Aber ich will einen Rucksack. Rucksack ist echt Gold wert. Ja. Oh, ich will die Taschen. Ich hoffe, das ist es hier jetzt. Ich sehe Häuser. Ja, Benni, dann bist du bei uns, glaube ich. Ich gehe mal zur Hauptstraße, ich empfange mal den Benni. Ich gehe auch mal zur Hauptstraße, genau. Dem Benni muss man Hallöchen sagen. Wir müssen auch gucken, ob es der Benni ist. Vielleicht ist es ja doch ein feindlicher Spieler. Wir haben so ein Erkennungszeichen inzwischen, was ganz originell ist. Peace. Ist das der Benni hier hinten? Da kommt jemand angerannt. Das ist, glaube ich, der Benni. Benni, hast du einen braunen Pulli oder T-Shirt an? T-Shirt. Ja, so. Benni! Guck mal, ich hab einen Hoodie jetzt, einen grünen. Bist du auch auf der Hauptstraße? Ja, ich komme gerade von hinten. Mit einer MG. Ah. Ja, genau. Ja, was bist du hier, Benni, ne? Ja. Ey, hinter mir dein Erkennungszeichen. Da ist der Typ mit dem Helm wieder. Der hat einen Rucksack, lass uns den umbringen. Meinst du das hier? Ey, der da hinten. Wie machst du das? Ey, der Baseballschläger, Dennis, der da hinten hat einen Rucksack, den brauchen wir. Guck mal, ich sag dem Saraza auch mal so Hallo. Wo ist denn der? Bist du das? Nee, das bin ich nicht, das ist ein Feind. Oder eigentlich ein Freund, der ist ein netter, muss ich ja ehrlich sagen. Okay, dann sage ich dem auch mal Hallo. Eigentlich will ich den nicht umbringen, aber wir könnten von ihm die... Warte, tut's nicht. Alter, weißt du, ey, der macht dich fertig, ohne Scheiß. Ja, nein, gar nicht. Das Messer schon in der Hand. Der hat ein Messer, Junge. Der hat ein Baseballschläger. Der hat wahrscheinlich gar keine Munition in der Pistole. Die brauchen wir nämlich auch. Warte, ich rede mal mit ihm. Wir kommen im Frieden! Jetzt bringt er dich garantiert um. Tu's nicht! Ich hab Frauen und Kinder! Oh, er holt die Tasche dabei raus. Ja, ich weiß aber, ich kann es dir mal ganz kurz verraten, ich kenne den Typen sogar. Ach so. Ich kenne den Typen. Ja, jetzt ist er lame. Das ist ein geheimer Spezialist von uns. Der, Ach so. Ja, den haben wir bezahlt, damit er den Saraza gleich tötet. Hast du hier wen angeheuert? Bis auf den Komm, wir laufen mal einfach mal die ganze Zeit um den. Komm, wir laufen mal die ganze Zeit um den herum, Benny. Komm, wir tanzen für den. Wie machst du das? Benny ist so ein Idiot. Wie machst du das? Du musst die Hände hochheben und wippen. Ja, warte, komm, mach mal mit hier. Ich darf drehen dabei, guck. Geil. Aber ich bin durstig. Guck mal so. Oh, der hat das Messer wieder in der Hand. Also keine Sorge, Leute, wir werden auf jeden Fall das Spiel nicht nur veräppeln hier. Wir machen auch ein bisschen Späßchen. Was macht der denn da jetzt? Natürlich macht man doch so Späßchen, wenn man mit Leuten zusammen aufeinander trifft. So, guck mal hier. Ja, das machen wir immer, wenn ich den Walle sehe. So begrüßen wir uns immer. Hallo. Wäre geil, wenn er die Hand so auseinander machen könnte, wie bei Star Trek, ne? Dieses Star Trek-Zeichen. Ja, diese Vulkanier-Gruß. Wie machst du diesen Mittelfinger? Ne, sag mal, wie machst du das? Ich denke mir auch mal hin. Du musst in die Einstellung und dann unter Interaktion, glaube ich. Mhm. Und dann gibt es ein Ding, das hat keinen Namen in der deutschen Version. Oh, wahrscheinlich, weil es Fuck heißt, wa? Nee, das heißt, glaube ich, Taunt oder so auf Englisch. Aber das ist schon cool. Und ich habe, wir werden auf jeden Fall, und da freue ich, das wird die geilste Episode, glaube ich, überhaupt. Komm, wir drehen uns mal auf drei. Eins, zwei, drei. Du.
Ich sehe schon die Kommentare. Nimm das Spiel ernst! Was ist das denn? Was macht der denn jetzt gerade hier? Oh, der zieht sich für uns aus. Der macht du geiles Schnittchen! Runter mit der Buchse! Wenn der, Currywurst jetzt hier wäre, dann würde ich sagen, zeig mir die Wurst. Aber, ach egal. So, ich spiele jetzt mal weiter hier. Ja, ja, komm, Sachen. Wir wollen Sachen zeigen. Ja, der droppt seine Sachen. Den Rucksack, der Rucksack. Vielleicht, ich nehme jetzt einfach den Rucksack. Ah! Sag das mal, happy so map. Wie bei Seven Days to Die hat er den Rucksack geklaut. Und die Sonnenbrille habe ich auch. Warum zieht er dich aus? Ja, für dich? Nicht. Boah, das ist aber nett. Echt nett. Warte, ich sag mal danke. Danke, mein Schatz! Guck mal, ich laufe gammel hier nur so rum. Mein Schatz! Dankeschön. Kurze Verbeugung. Komm, wir verbeugen uns mal. Alter, der Rucksack ist Gold bist wert. Der Rucksack ist wirklich Gold wert, ey. Aber was wie stehe ich wieder auf? Wooden Stick? Ah. Bandana Green. Geht's weiter? Ich glaube, ich hole mir mal den... Sonnenbrille ist auch nice. Benni, soll ich mir mal den Rucksack zurückholen? Nein, du Spaß. Du Spaß, ey. Nimm auch die Fäuste hoch. Nicht gegeneinander. Komm her. Nee, okay, wir laufen jetzt mal. Ja, also, ich bin dafür, dann stirbt ey, Leute, hier wirklich alles, verlierst und du spawnst Wir müssen jetzt mal wieder ein bisschen hier bei Ernsthaftigkeit. Ich bin jetzt dafür, dass wir nach Elektro-Zavorsk laufen. Und zwar hier Richtung Norden oder Richtung Süden? Genau. Das sind 3 Kilometer. Weil lest doch mal vor, was hier steht. Auf Russisch bitte. Ich kann das nicht, ich kann kein Russisch leider. Ich kann dir aber das untere vorlesen. Ja, MCTA, aber das heißt wahrscheinlich nicht mal so, weil es ja auch wieder russische Buchstaben sind. Das könnte sogar was anderes bedeuten. Okay. Zum Beispiel heißt das ein Jahr Solnitschny oder so. Und das heißt ja ganz anderer Name. Tscherno, die Hauptstadt. Naja, um darauf zurückzukommen. Also wir sind nicht hundertprozentig unerfahren in dem Spiel. Wir haben aber... Aber zu 99%. Ja, kann man so sagen. Also ich habe früher halt auch mal die Mod gezockt. Damals, wie gesagt, kein Let's Play dazu gemacht, weil es noch nicht so richtig mein Ding war. Ey, du hast die Schuhe übersehen. Aber ich musste auch sagen, ich bin auch jetzt erst letztens, eigentlich gestern bei der Session, bin ich so richtig in dieses Spiel eigentlich reingekommen, muss ich ehrlich sagen. Ja, und wenn man wirklich richtig mal zockt, genau, ist es hammergeil. Es macht echt Spaß. Es ist halt jetzt noch sehr unfertig. Oh, das war nur ein Clipping-Fehler. Aber jetzt kann man halt auch schon einiges machen und schon viele erkunden. Viele Türen bleiben aber verschlossen, leider Gottes. So, und es geht halt erstmal jetzt in den nächsten Folgen wirklich auch darum, dass wir uns Sachen beschaffen, uns Zeug organisieren. Leck. Und das ist halt wirklich ein wichtiger Eckpfeiler im Spiel, damit wir überhaupt, bevor wir jetzt gegen andere Spieler antreten oder irgendwas... Warte mal, kommt ein anderer Spieler. Der Warum ist tot. Der tot jetzt? Hä? Oh. Warte. Vielleicht hat er den umgebracht. Ich sag mal was. Man kann hier so reinzoomen. Nicht töten! Oh, du verbeugst dich. Vorsicht, da hinten sind noch einer! Ha? Er redet. Der hat gesagt, Alter, was bist du denn? Was bist du denn für ein Mongo? Mongo mit weißem T-Shirt. Das ist doch der Curry. Ja. Weißt du, der Currywurst, überall mogelt der Drecksack sich rein, du fame geile Hure. Ist der Curry hier im Blitz? Vorsicht, wer ist das hier? Wer bist du denn? Ey, komm her. Was? Wer ist das denn? Komm her, hat er gesagt. Okay, komm, wir laufen mal Richtung Elektro. Wir werden ihn mal ein bisschen los hier. Komm, jetzt ist der Curry weggelaufen. Ja, siehste, so läuft das. Wir machen das jetzt auf jeden Fall so, Leute. Wir müssen jetzt echt mal wieder... Also ich fand, die ersten 3 Folgen müssen wir ein bisschen hier zu Potte kommen, Balle. Ja, auf jeden Fall. Oh, ja, wir müssen jetzt Richtung Elektro laufen, sonst kommen wir nicht dahin. Nicht. Ich lasse mich nicht aufhalten. Du rennst ja schon wieder ins Haus. Ja, aber einmal kurz schauen. Komm da raus! Junge, wie alles mitnehmen will. Das ist eigentlich das perfekte Spiel für den Gronkh, oder? Der lootet ja immer alles. Der ist der Looter-King auf jeden Fall. Aber der hat leider auch keine Zeit. Der hat ja im Moment genügend Projekte. Ja, der Rumpel auch und schöne Grüße an den guten Tobi und an den Gronkh und an den Rumpel und an euch alle zu Hause. Ich nehme mal hier den Schraubenzieher in die Hand. Sag mal, Walle, hast du vielleicht was zu essen oder zu trinken? Ja, ich hab was. Was willst du haben? Mal rüber. Oh, ich bin durstig und hungrig. Warte mal, ich esse mal gerade. Ich auch. Ich kann dir ja sogar eine geile Dose von so einem Soda geben. Oh, aber die spawnt aber sofort diesmal. Wir hatten das letztens auf dem Server, hat es ein bisschen länger gedauert alles. Durstig bin ich nicht mehr. Jetzt kann ich hier meine Trinkflasche austrinken. Ja, komm rein damit. Ganz gemütlich. Ganz kurz drink. Aber ich brauche noch was zu essen. Und das setzen wir mal auf die 1. Die Flasche, die Dose war aber schnell leer. Hast du noch was zu essen? Nee, leider nicht. Nur eine offene Dose. Okay, komm, wir laufen jetzt mal Richtung Elektro. Also sonst kommen wir da echt nicht mehr an.
sich hier schon so eine Truppe angesammelt wieder. Ich werde verrückt. Komm, Benni, wir laufen Richtung Elektro. Ja, da finden wir auf jeden Fall was. Wir müssen den Sarazar einfach hinterherziehen. Der kommt dann auch hinterher. Ich glaube, der hat Angst allein in der Welt, genau, oder, Benni? Eben. Das habe ich mir auch gerade gedacht. Der kommt schon. Ich habe Angst allein in der Welt. Ja? Ja, unglaublich. In der DayZ-Welt. Ja, wohl, das ist schon krass. Also wir haben jetzt gerade, sind wir irgendwie auf dem Server auch, wo jetzt erstaunlicherweise so ein paar Leute hinterher gejoint sind, die natürlich wussten, dass wir jetzt zocken scheinbar und uns freundlich gesinnt sind. Ja, ist ja noch nicht so schlimm, sind wir ja ein etwas größeres Grüppchen am Anfang jetzt. Allerdings haben wir ja auch gerade einen Server erwischt, wo kaum Zombies sind und wo scheinbar auch schon viel gelootet wurde. Oh, leck. Was bedeutet... Ja, aber für eine Einstiegsfolge eigentlich perfekt, oder? Für eine Einstiegsfolge perfekt, weil wenn ihr die Zombies gleich seht, da müssen wir auch echt uns in Acht nehmen. Die können müssen wir uns auch mal ins Gras legen. Gras legen, da musst du richtig dich anpirschen. So eine Stadt voller Zombies, alter Schwede. Das weiß ich noch spätestens von der Mod damals. Das war richtig heftig und noch, darfst du nicht zu laut sein, musst du dich ins Gebüsch legen, damit du nicht gesichtet wirst und so weiter und so fort. Ich glaube, wenn wir jetzt hier über den Asphalt rennen und hier Zombies da hinten sind schon Kräne. Ja, genau. Wir nähern uns Elektro. Und da hinten ist ein Leuchtturm. Das muss Elektro sein. Ja, und elektronisch geht's dann noch weiter über YouTube in der nächsten Folge von Let's Play. Ich hätte noch eine Frage an die Zuschauer. Gibt's eigentlich jemand, der hier Russisch kann? Schreibt es mal in die Kommentare, ob jemand hier Russisch ist. Ja, natürlich kann er hier. Würde mich mal interessieren. Die jetzt zuschauen. Ja, wie viele hier zuschauen? Schreibt es mal in die Kommentare. Ja, ungefähr. Bestimmt einige, oder die Russisch kann. Da sehe ich auch viele Waldorfschüler, können ja auch Russisch. Die haben ja Russisch zuerst gelernt, krasserweise. Okay. Ja, dann wollen wir mal losziehen. So, bis in der nächsten Folge. Seht ihr dann, das war die Einstiegsfolge, ein bisschen öde. Ihr kennt das ja, aber in der nächsten Folge geht's richtig los, wenn wir Elektro erobern. Und ich kann euch sagen, da gibt's viel, viel, viel zu sehen. Oder? Ja, einiges auf jeden Fall. Und wenn vielleicht auch viele Beute, bin ich mal sehr gespannt. Ja, hoffentlich viel zu looten. Ja, das ist aber auf jeden Fall, also, jetzt hat man noch nicht den Eindruck bekommen, doch man bekommt hier schon noch das Gefühl eines beklemmenden Horror-Open-World-Szenarios. Ja, ich möchte hier nicht sein. Nö, ich möchte hier auch nicht sein. Okay, liebe Freunde, bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war die erste Folge von DayZ. Der Tag der Zombies ist ausgebrochen und wir sind mittendrin. Auch wenn wir noch nicht wirklich viele Zombies bzw. noch keinen gesehen haben. Aber ich verspreche euch, das kommt noch früh genug. Und früh genug werden wir auch noch in der Klemme sitzen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin.